Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Velo Home, unserer täglichen Zusammenfassung vom Giro d'Italia. Ja, heute stand die 19. Etappe von Pinerolo nach Risul über 162 Kilometer auf dem Programm. Ja, und um es vorwegzunehmen, es war eine denkwürdige Etappe, über die man wohl in Jahren noch sprechen wird. Kurz zu den Eckdaten. Ja, unterwegs, da mussten zwei große Berge bezwungen werden, nämlich zunächst der über 2700 Meter hohe Col dell'Agnello, der auch gleichzeitig der höchste Berg des diesjährigen Giro d'Italias ist und somit auch die Cima Coppi darstellte. Und dann halt noch der Schlussanstieg nach Risul. Ja, vom Start weg war das Rennen sehr schnell. Die erste Rennstunde wurde in einem Schnitt von über 50 km/h absolviert und so konnte sich auch keine Spitzengruppe zunächst absetzen. Erst in den ersten Kehren des Col dell'Agnello konnten sich dann 28 Mann ja vom Feld lösen. Ganz interessant, mit dabei waren unter anderem drei Fahrer von Movistar und zwei Fahrer von Astana. Einer dieser Astana-Fahrer war Michele Scarponi, der dann aus dieser Spitzengruppe der stärkste war und oben am Col dell'Agnello die Bergwertung gewann und sich somit die Cima Coppi sicherte. Aber interessant war vor allem, was passierte dahinter bei den Favoriten. Es war Esteban Chaves, der dann zunächst den Federhandschuh hinwarf und ja volles Rohr attackierte. Die erste Tempoverschärfung des Kolumbianers konnten nur Steven Kruiswijk, der Führende, und Alejandro Valverde mitgehen. Ja, und dann kamen die anderen aber so langsam wieder ran, als Chaves das Tempo dann rausnahm. Aber er attackierte dann nochmals und diesmal konnten nur Kruiswijk und Vincenzo Nibali folgen. Und diese drei, ja, überquerten dann als erste der Favoritengruppe sozusagen die Kuppe des Col dell'Agnello. Ja, und dann in den ersten Kurven der Abfahrt des Col dell'Agnello, da wurde es dann richtig dramatisch, denn Steven Kruiswijk, die Maglia Rosa, stürzte, ja, muss man sagen, eigentlich durch einen Fahrfehler in einer Linkskurve und landete dann im Schnee. Glücklicherweise hat er sich dabei, ja, nach ersten Informationen nicht allzu viel getan und konnte dann weiterfahren. Danach gab es noch einen weiteren schweren Sturz in der Abfahrt von Ilno Zakarin. Für den ging das nicht so glimpflich aus. Der hat sich das Schlüsselbein gebrochen, ja, und schied aus. Danach kämpfte natürlich Kruiswijk um den Anschluss. Er hatte nämlich die Gruppe um Nibali und Chaves, die beide ja alleine weiterzogen, verloren, und dahinter kam dann die nächste Favoritengruppe mit Valverde. Ja, und aber auch die musste Kruiswijk dann passieren lassen, und Chaves und Nibali, die hatten vorne natürlich noch Helfer in der Spitzengruppe platziert und die ließen sich dann zurückfallen. Das waren nämlich Ruben Plaza von Orica Greenwich und Michele Scarponi von Astana. Ja, und die machten dann ordentlich Tempo, so dass die zweite Gruppe um Valverde nicht rankam. Steven Kruiswijk, der konnte sich dann in eine Gruppe mit Bob Jungels zurückkämpfen und fuhr dann aber auch noch hinter der Gruppe Valverde hinterher und hatte zwischenzeitlich so einen Abstand von gut 2 bis 3 Minuten auf die, ja, erste Favoritengruppe mit Nibali und mit Chaves. Ja, und dann ging es in den Schlussaufstieg nach Risul, und da gab es dann wirklich einen Kampf Mann gegen Mann, also da kämpfte so eigentlich jeder für sich. Vorne machten Nibali und Chaves Tempo, ja, und nach einer ersten Attacke von Nibali, die konnte Chaves noch parieren. Beim zweiten Antritt des Italieners konnte er dann aber nicht mehr mitgehen und Nibali konnte sich dann absetzen, und Kruiswijk, der kämpfte sich hinten, ja, noch hinter Valverde und Maika Uran alleine den Berg hoch. Und ja, konnte den Abstand aber nicht wirklich verringern. Und am Ende gewann Vincenzo Nibali die Etappe, sicherte sich den Etappensieg, nämlich mit, ja, 51 Sekunden vor Mikel Nieve, der Esteban Chaves noch überholte. Chaves verlor 53 Sekunden von den anderen Favoriten. Ganz wichtig, Rafael Maika kam mit 2 Minuten 14 Rückstand ins Ziel. Alejandro Valverde mit der gleichen Zeit. Ja, und die Maglia Rosa, Steven Kruiswijk, der kassierte einen Rückstand von 4 Minuten und 54. Im Gesamtklassement heißt das damit, dass Esteban Chaves das rosa Trikot übernimmt. Er hat jetzt einen Vorsprung von 44 Sekunden auf den zweitplatzierten Vincenzo Nibali. Dritter ist Kruiswijk mit 1,05 Rückstand, vierter Valverde 1,48, fünfter Maika 3,59, sechster Bob Jungels 7,53, siebter André Amador 9,34,
8. Rigoberto Urán, 12 Minuten 18. 9. Konstantin Sivcov, 13, 19. Und 10. Domenico Pozzovivo mit 14 Minuten und 11 Rückstand. Ja, aber nebenbei noch erwähnt, der Kampf ums Bergtrikot bleibt auch noch spannend, denn Mikel Nieve, der war in der Spitzengruppe, konnte seinen Rückstand auf 36 Zähler auf Damiano Cunego reduzieren. Ja, und morgen, da werden ja noch viele Bergpunkte vergeben. Also da werden wir sehen, ob das Bergtrikot auch noch seinen Besitzer wechselt. Morgen haben wir die 20. Etappe. Die ist zwar nur 134 Kilometer lang, aber es geht vom ersten Kilometer an eigentlich nur rauf und runter. Wir haben drei Berge der ersten Kategorie und der letzte kurze Schlussaufstieg, das ist ein Berg der dritten Kategorie. Und mit dieser Ausgangslage, die sich heute wirklich um, ja, 180 Grad gedreht hat, wird es natürlich morgen extrem spannend im Kampf um den Giro-Sieg nochmal. Ja, und morgen Abend, da werden wir dann wissen, wer wohl der Sieger des Giro d'Italia 2016 sein wird. Das erfahren wir dann in unserer nächsten Zusammenfassung vom Giro d'Italia bei Velohome. Bis dann. Ciao.